So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Batman Magazin Nummer 13 für 4,50 Euro. Was gibt es dabei? Eine Batman Minifigur und ein Lego Ninjago Serie 6 Booster, die Insel. Und so, ihr seht die Verpackung von den Batman. Vorsichtig aufmachen, abmachen, weil ich muss ja noch mein Titelbild gleich machen für das Video. Aber ihr seht es schon, es ist ein Batman mit ziemlich viel Zubehör. Baue ich natürlich gleich auf. Jetzt habe ich erst gedacht, das wäre der gleiche oder selbe, den wir schon mal drin hatten. Das war dieser. Ja, im Prinzip ist es der gleiche oder selbe. Es ist dieselbe Minifigur. Den baue ich gleich auf, dann zeige ich den dabei. Ist es bloß eine andere Bestückung. Hier ist ein Anker und sowas. Hier ist eine Kettensäge, ein Bumerang drin. Sonst, das Allerwichtigste ist die Minifigur an sich selber. Der Druck, alles das Gleiche. Aber das vergleichen wir gleich. Deswegen blättern wir jetzt erstmal in das brandneue, aktuelle Lego Batman Magazin drin herum. Das Boostertütchen noch abmachen, weil ich habe die Serie noch nicht voll, die Insel. Und jetzt fangen wir mal an. So, das Legendäre, richtig cool. Habe ich natürlich einmal schon mal das Video gemacht und angeboxt. Dann, glaube ich, 12-mal ein Video gemacht, ein schwachsinniges Video, wo ich 12 Magazine aufgemacht habe. Und die nächsten paar Tage wird noch mal ein schwachsinniges Video davon kommen, weil ich habe wieder so viele davon. Danke an meine Kollegen dafür. Aber jetzt blättern wir hier rum. Hier seht ihr, wie der Batman bestückt wird. Ist natürlich schade, dass die gleiche oder selbe Figur ist, aber wir gucken gleich mal. Natürlich die Comicbeilage. Merchandising darf absolut nicht fehlen. Das ist mal eine nette Katze, die man, wenn man die zu Hause hat. Eine Riesenkatze aus Metall. Ah ja, Comicbeilage natürlich sehr gut. Dann hier. Ja. Ah, das ist auch ein nettes Lego-Teil. Dann haben wir hier die Mitte schon. Ein Poster, zwei Seiten. So, und ich vergleiche gerne, ob man davon Diorama machen kann. Ist zu groß. Für mich nicht. Aber vielleicht gefällt euch ja das Poster auf der Rückseite. Ja, wäre natürlich richtig kühl. Das sind ja die böse Wichter, die wir bis jetzt alle, fast alle in das Batman-Magazin drin hatten. Den habe ich ja auch, ich glaube, 6-7 Mal, weil er so cool war. Aber der ein oder andere ist noch nicht dabei gewesen. Aber vielleicht kommt er ja noch. Sehen wir ja gleich auf der letzten Seite. Wen wir nächstes Mal drin haben. Merging. Dann geht das Comic. Nee, Merging mit Comic. Weil das sind ja diese kleinen Lego-Produkte, die man für 10 bis 14 Euro kaufen kann. Hier ist das Comic, was weitergeht. Natürlich richtig klasse. Ist ganz schön katzenlastig heute. Aber, ihr seht selber, die Katze geht unter. Dann ist die Geschichte zu Ende. Ah, meine Finger sind zu kalt, die kleben. Ah, Seite 32, 33 zum Bestellen. Jetzt kommt die Seite 34 und dann sehen wir, was wir nächste Mal drin haben. Und es ist, tada, oh, Robin, Surfer Robin. Also ich kann mich jetzt, wartet mal, cooler Druck auf der Brust drauf. Weiß ich gar nicht mehr, wann wir den zuletzt mal hatten und wo dabei war. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Aber das Surfbrett, hä? Mit Lenkung, mit Flügel, richtig witzig. Also ich werde es natürlich pünktlich unboxen. Das steht schon mal fest. Also wenn ihr noch abwarten wollt, wie die Figur eigentlich aussieht, schaut euch demnächst an.
am 16. das Video. Ich habe es auf jeden Fall hier und boxe es an, weil die Magazine, ihr wisst ja, Figuren, ist immer meine Welt. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Super Extra Batman. Ja, ja, Super Extra Batman. Das Superste ist da dran, die Tüte. Ich liebe diese Tüten. Ich muss mich immer noch darüber ärgern, dass es bei den Ninjago geändert haben. Und überall lassen sie die Tüten noch so. Verstehe ich bis heute nicht. Ups. Einteile ich die Runden. Aber das kennen wir ja. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zu den eigentlichen Batman-Figuren. So, der Kopf. Der Helm. Und jetzt nehmen wir mal den Batman aus dieser Tüte. Und ihr seht, absolut identisch. Wirklich. Es ist 1 zu 1 dieselbe oder gleiche Figur. 1 zu 1. Das steht schon mal fest. Ist natürlich schade, aber so kann es natürlich sein. Jetzt muss ich doch mal die Seite mit den Bauteilchen. Ah, hier ist keins mehr drin. Den Kopf wieder abmachen, weil ich natürlich die Brustbefestigung vergessen habe. Oder Rückenbefestigung, Brust ist es ja nicht. So, jetzt zweimal. Den und den. Und der kommt dann nach unten hin. Einmal. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir natürlich in die Kommentare, was haltet ihr von das brandneue und aktuelle Lego Batman Magazin? So, jetzt steht da zweimal. Ich habe nur eine orange Scheibe. Ich habe nur eine. Aber das soll ja erstmal nichts heißen. Nein. Also ihr seht schon, mir fehlt eine orange Scheibe. Und die klebt auch hier nirgendwo. Ist auch definitiv nicht drinne im Magazin. Auch nicht reingefallen. Und ihr seht, es ist wirklich nur nichts runtergefallen. Also, bei mir, bei meiner Lego Batman Figur fehlt eine orange Scheibe. Die habe ich eindeutig nicht hier. Ihr seht es selber. Sie war auch nicht da drinne in den Tütchen geklebt oder sonst irgendwas. Die würde nämlich jetzt hier dran kommen. Aber ganz ehrlich, dann gefällt mir der Batman sowieso nicht. Okay, ist zwar jetzt schade, weil ein Teilchen fehlt, aber ihr habt es gesehen, es kann passieren. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob das auch schon mal vorgekommen ist. Aber nein, ist wirklich nicht hier dabei. Jetzt kommen wir natürlich zu die Waffe. Einmal, zweimal davor. Die Verlängerung sind die einer Runden, zwei Stück. Dann natürlich den Anker vorne rein, dann in die Hand. So, so sieht er aus. Naja. So viel Zubehör brauche er auf jeden Fall nicht, weil es ist eh der gleiche und derselbe. Aber wie gesagt, das ist jetzt der brandneue aktuelle, der in das neue Magazin. Der war, glaube ich, zwei oder drei Magazine davor und ist wirklich absolut die gleiche, dieselbe Lego-Minifigur. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir natürlich alles jetzt in die Kommentare, wie ihr trotzdem, obwohl es die gleiche Figur ist, das Magazin findet. Habt ihr euch das schon geholt? Wollt ihr euch das holen? Nur wegen die Figur? All das könnt ihr, sollt ihr.
posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Auf jeden Fall für mich, weil da bin ich jetzt echt gespannt. Haben sich jetzt viele das Magazin holen, weil es eben dieselbe Figur ist? Schreibt mir das. Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich irgendwas von Lego Batman unter dem Video verlinken. Sicher und bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Na. Aber brandneu aktuell. Aber nichtsdestotrotz. Irgendwas von Lego Batman werde ich unter dem Video verlinken. Sicher, bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Magazin findet, wie ihr die Figur findet, all das. Schreibt ihr mir jetzt und ich sage das Allerwichtigste sowieso. Bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.